Fünf fucking Minuten reichen ja. Also, Abend. So ärgerlich. So ärgerlich. Anyway, Freunde. Kurz die Lineups mal durchchecken. Black fucking Lion bleibt weiterhin stabil und gönnt sich gesamte Toplane. Vinan antwortet mit einer Gwen, nämlich Sinn, mit einer Orianna, mit einem Ezreal und mit einem Rakan. Ja, die Sinn von Autofill, not sure about this one. Aber ist auf jeden Fall stark gerade. Also ich finde den Champion ultra stark. Hat einige Buffs bekommen, eigentlich auch in jedem Patch ein bisschen was. Und ja. Xayah Botlane ist ein bisschen gemein zu spielen für Ezreal Rakan, würde ich sagen. Sehr viel Power dahinter. Leona sehr stark in general hier, würde ich sagen. Leona Xerath, coole Kombination an Champions. Gesandte und Gwen werden so sehr isoliert wahrscheinlich spielen. Haben nicht viel Impact aufs Game. Würde ich zumindest von ausgehen. Und ja, High Mobility bei uns. Darum wird's gehen. Die Xayah wird keine gute Zeit hier haben, nehme ich an. Xayah ist einfach nur so reingepickt worden. Aber die Xerath-Leona-Verbindung sehe ich hier sehr, sehr potent. Um die Mobilität ein Stück weit zu stoppen und dann die Leute zu one-tappen. Wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Gorguts, vielen Dank für den Resub. Kann man es von ihrem eigenen Client anschauen? Nein. Oder was meinst du? Also auf dem. Es findet auf den Live-Servern statt, ja. Wenn du einen von den Leuten, die spielen, in deiner Friendlist hast, kannst du auch da zuschauen. Aber sonst gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, wie du von deinem Klienten aus das anschauen kannst. Musst du wohl bei mir bleiben. Aber du kannst mich muten. Dann sehe ich nur gut aus für dich und wir gucken das Spiel zusammen. Wie schwer ist schwach zu lernen? Wenn du die Grundzüge kennst, ist es, denke ich, schon erstmal ein Anfang. Und dann darüber hinaus beim Schach besser zu werden, ist auch genau wie in League einfach Arbeit, so würde ich sagen. Man muss halt Lust dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Eigentlich 90% der Zeit ziehe ich nur Figuren. Ich gucke mir zwar Schach-Openings an und so ein Shit, oder so Schachvideos, aber eigentlich auch nur zum Spaß. Also es ist ganz komisch. Ich schaue auch bei Jan Gustafsson zum Beispiel rein. Den finde ich immer wieder sehr gerne. Der ist Streamer in Schach. Schachstreamer. Der hat eine ultra geile Art. Gefällt mir richtig gut. Mag ich sehr. Und ja, das war's. Also, ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, ich lerne nichts davon. Aber ich schaue gern zu. Dann ist auch ein Leib, endlich lieber Typ. Ich glaube, das. Ich glaube, Jan ist ein guter Typ. Das sage ich jetzt nicht zum Spaß. Ich glaube, ich wähle schon sehr
Nicht sehr, aber ich wähle ziemlich careful. Über wen ich sowas sage und über wen nicht. Und vielleicht hat er auch Leichen im Keller, who knows. Aber ich finde ihn in erster Linie mal unterhaltsam. Ich kenne natürlich nicht persönlich. Aber er wirkt auf mich auch einfach wie ein lieber Mensch. Mit einem guten Humor. Also mit einem weirden Humor, aber mit einem geilen Humor. Vielleicht ein bisschen weit draußen, ne? Besser. Das kenne ich, guckt ja auch keine zu, aber lernt nichts in League. Sag mal! Was ist das denn für eine Aussage? Also, dann nimmt er doch immer was mit. Ne? Also ich sage nur, dass mit der Zeit, die ich in Schach investiert habe, ne, sollte man normalerweise davon ausgehen, dass ich schon deutlich höher wäre oder deutlich weiter. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Zeit investiert, so ist nicht, weiß nicht viel, aber ich habe schon viel gespielt. Stargazing ist eine kleine aggressive Maus, ne? Stargazing ist gegen uns auch so Level 1 reingelaufen. Und es läuft actually wieder sehr ähnlich. Nur habe ich halt weiter auf die Leona drauf gehittet und Kutscher will lieber den Lane-Push haben. Wenn du lernen willst, lach ich mich nur aus. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, müssen wir wieder Bingo spielen. Karina hat ja leider geglaubt, heute ist ihr freier Tag. Forkaschen wollte nicht, weil er verletzt wurde von mir. Und ja, deswegen haben wir heute kein Bingo gemacht. Wir müssen mal wieder bald mal Bingo machen. Muss Karina aber auch mal was anderes machen an ihrem Samstag, als keine Ahnung, was sie gerade tut. Richtig so, Ciri. Ach, du bist immer noch krank, Karina. Das wollte ich nicht. Also ernsthaft nicht. Ich dachte, du wärst wieder gesundet. Weil wenn du gesund bist, dann flame ich. Aber auf gar keinen Fall, wenn du krank bist. Dann bist du natürlich entschuldigt. Ich habe mir jetzt schon angemalt, weil ich 10 Minuten gearbeitet habe. Zu Recht. Okay, ich lasse wieder Teil meiner Beziehung haben. Toni hat geschrieben, wir können morgen reden. Was ist dir in den 24 Stunden klar geworden? Im 24-Stunden-Stream? Was ist passiert? Das war's für mich, oder?
Ich hasse sowas. Nein, ich glaube, es ist nichts. Ne? Ich glaube, es ist einfach nur müde und schreibt deswegen sowas. Aber ich habe schon mal gesagt, dass ich es nicht so gut finde, wenn sie schreibt, wir reden. Weil dann denke ich mir immer, wir müssen reden, wisst ihr? Weil unter reden, denke ich immer so, jetzt kriege ich auf die Fresse. Und ich mag nicht so sehr auf die Fresse. Oh, der Q-Sitz von Autofill. W abgewartet. Stark, der Flash von Autofill. Der war richtig gut. Kriegt man den Kill hier noch, ist die Frage. Ja, Philly Westside mit seinem Kill. Das war eine schöne Aktion. Da lief einiges richtig. Autofill in der Situation komplett gesmurft, ne? Kriegt den Q-Spell, während Leona Aid auf den Vego. Dodge dann den W von Vego, um den Q abzubrechen. Und ist dann noch in der Lage dazu, den Ball zu flashen in die Gegner rein. Das war ultra gut. Ultra, ultra gut. Oder sie ist schwanger und gründet jetzt ein LoL-Team mit euren Kindern. Ich wüsste nicht, von wem sie schwanger sein sollte. Ihr wart bis zur Ehe. Ach. Das ist doch aber wieder so ein Ego-Trip. Soli-Sola. Das ist ein Ego, wisst ihr, ich kenne das Gefühl von Sola. Du denkst dir so, du hast einen geilen Play, aber eigentlich hast du keinen geilen Play. Eigentlich hast du keinen geilen Play, wisst ihr? Das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist einfach ein Ego-E. War aber nicht Absicht mit der Ballflash, hat er gesagt. Really? Na gut. Zumindest ist Phil eine ehrliche Haut. Du bekommst halt Probleme gegen Serrat, oder? Ja, aber andersrum sind wir auch gleich in der Phase, wo halt viele Objectives gespielt werden, ne? Und da ist Orianna dann immer noch mal ein bisschen mehr wert als ein Serrat. Sehr Classic, by the way, wenn ihr mal gegen Erstwild spielt, jetzt vor allem, weil der viel gespielt wird. Der Erstwild wird immer in den Busch gehen und dann eine Ult zünden, wenn er einigermaßen gut ist. Und alles, was ihr tun müsst, ist eigentlich von dem Mini-Wave weggehen, damit er sich wenigstens entscheiden muss. Ist so ein bisschen Six und Mage-Prinzip. Ihr wollt dem Gegner nicht geben, der Poke auf euch und Wave. Ihr wollt immer, dass der sich entscheiden muss. So, Unvision die Ult. Nee, ist extra in den Busch gegangen. Deswegen habe ich es erwähnt. Wir wollen den Dragon so einfach abgeben. Ich habe den Dragon gar nicht gesehen. Muss ich zugeben. Komm, wir gehen in die Analyse rein. Wir springen gleich hier nach vorn. Also, wie kommst du zum Drake? Autofill ist topside. Unten, Xayah wird gechunkt. Freddy hat nicht mehr viel Mana in der Mitte. Und der Trade ist einfach Herald gegen Drake. Das ist alles. Ist ein okayer Trade. Ist völlig fein.
Harold gibt dir meistens ein bisschen mehr, also gibt dir einfach mehr Gold. Und du bist früher Midgame und das ist völlig fein. Da ist an sich erstmal nichts falsch dran. Ori gestorben, Ori ist nicht gestorben. Freddy ist perfekt und kann gar nicht sterben. Das ist ein Undying Demon God. Du hast Review gemacht hast. Ich meine das nicht ernst mit Freddy kann nicht sterben. Freddy ist auch in League of Legends schon mal gestorben. In Real Life zum Glück noch nicht. Boah, der Stunlock, holy shit. Der ist heftig. Stunlock ist heftig. Ah, oh, Philly Westside. Tanz mit mir den Tango, du geile Sau. Ja. Gwen ist immun, aber nicht gegen Cassante. Batuhan Slash. Dankeschön. Wieso bin ich müde, Alter? Es ist 21 Uhr. Ich habe heute ultra lang wieder gepennt. Ich lag so bis um 12 im Bett. Ich habe auch ganz schlecht geschlafen, muss ich aktuell sagen. Also ich hab ja Dreh gehabt, gestern, morgen. Und dann habe ich FIFA gespielt, bis nachts um 3 oder so. Obwohl ich müde war die ganze Zeit, aber ich konnte nicht pennen. Und ja, ich bin auf jeden Fall unzufrieden mit meinem Schlaf. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Schöne Ult. So ist Stargazy. Richtig nice. Scheiß FIFA-Sucht. Ruhig, Carina, ruhig. Aber ja, ich habe und gemurmelt hast du. Und gemurmelt habe ich auch noch, genau. Ah, Frederik H. Oh, so jung. Diese Ult. Und dann der Match gegen Kutscher. Ich glaube, ich mache heute nicht so lange. Wenn ich jetzt schon müde bin, ich würde gerne probieren, wieder meinen alten Schlafrhythmus zu haben. Und mein alter Schlafrhythmus war so 9 Uhr aufstehen. Fand ich mega geil. Dann morgens trainieren ist schon Banger. Weil aktuell gehe ich so abends mit Maxim halt. Und dann mit Johnny schwänzt sich auch ab und zu. Beziehungsweise Johnny schwänzt. Und dann schwänzt sich halt eben mit. Weil wir zwei Schwänze sind. Aber so generell so morgens oder quasi so vormittags streamen, schon geiler. Eigentlich. Das wird schon anstrengend, Voss. Null anstrengend. Absolut mega giga angenehm. Könnt ihr euch vorstellen, wie angenehm Maxim ist. Maxim ist ja, obwohl der die ganze Zeit in der Öffentlichkeit ist, mit YouTube-Stream und Co.,
ist der trotzdem noch ein angenehmer Typ in Real Life. Wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich. Und anders als ich. Scheißegal. Unglücklich, denkt von Resub. Was vom Pensum. Ja, also er macht natürlich viel, viel mehr als ich, ne? Er ist ja, er macht jetzt, er trainiert schon viel, viel länger. Aber er hilft mir da schon sehr, sehr gut. Hat da Tipps und Tricks für mich. Ist schon sehr nice. Junge. Patrick. Geil. Dieses Hin und Her, das rein und raus. Das macht keiner so wie du. Das letzte Support ist halt eigentlich, würde man glaube ich nicht spielen in LEC und Co. Aber ich glaube, der Champ hat eine Daseinsberechtigung. Das größte Problem, was Leona hat, ist, dass sie halt Stunts hat. Und das ist witzig, weil, naja, wir reden hier von. Wir reden hier von einem Champ, der eigentlich viel CC hat, einen guten CC hat, aber viele andere Champs haben mittlerweile einfach Knockups. Und Leona kann man mit Cleanse sehr gut countern. Ganz ehrlich, ich finde Lee Sin absolut super krass right now. Keiner dafür gewartet, unnötig, es tut mir leid, ich hatte Drehs. Ich hoffe, dass die Wartezeit gut genutzt. Xerx bricht dich alles. Ja, Xerx spielt schwierig, finde ich. Gegen so mobile Champs. Selbst Orianna ist ja kein auf mobil, weil wir jetzt zweimal gesehen, dass Freddy einfach All-In, in Anführungsstrichen All-In, mit dem Movement Speed vom W. Und das ist halt einfach Skillshots. Langsame Skillshots. Und wenn du nicht unterm Tower bist oder keinen Backup hast und von allen Seiten angegangen werden kannst, dann ist es schwierig. Ich glaube aber auch, dass der gute alte Koni nicht mit W angefangen hat, ne? Du kannst dir das Leben natürlich sehr viel einfacher machen, indem du einfach vernünftig W'st. Freddy sehr gut gespielt hier auch wieder. Kitet aus dem River raus, von wo die Gegner kommen. Richtig Ult raus auf die Xayah. Sehr, sehr, sehr solid. Also mehr als solid. Wins Mark von Resub. Hörst du allgemein nur Ingame-Sound-Effekte und nichts anderes oder hast du mir eine Runde Musik-Playlist laufen, die aber durch die Einstellung der OBS nicht für den Stream zu hören sind? Ich habe bei den Casts, und das ist ja quasi ein Cast, den ich nicht caste, war, ne, wo ich so dabei bin, mache ich keine Musik an. Da müssen Ingame-Sounds und meine Stimme eure Musik sein. Beim Zocken habe ich Musik ab und zu laufen, aber auch so eine sehr generische mittlerweile. Wenn man so lange streamt wie ich, dann. Ich habe jetzt einfach echt viel schon gehört und. An manchen Sachen habe ich mich komplett tot gehört, so. Da war Gwen jetzt nicht so immun. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das sich am Matchup nochmal verändert für Blade Show. Könnte in Theory sein. Gwen Late Game ist schon sehr, sehr, sehr krass, aber. Das Ding ist, dass es ein Cassandra auch ist. Habt ihr das erste Game gewonnen? Nee, wir haben das erste Game verloren. Das erste Game war schon sehr close, muss man sagen. Hätten wir gewinnen können. Das Game hier sieht schon wieder ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Freddy ist gut dabei. Und wenn Freddy 4-2 steht und der Rest seinen Job einigermaßen macht, dann sollte er halt auch Kevin können.
Okay, der Wintersplit los. Es gibt keinen. Actually gibt's für uns gibt's einen Wintersplit. Ich weiß nicht, wenn der losgeht. Spielbar aus Korea. Also für NNO Old heißt es. Nicht absteigen, während wir aus Korea spielen. Für NNO Prime heißt es. Den Wintercup spielen, aber egal wie. Und das war's, ne? Für Eintracht Spandau heißt es Wintercup gewinnen. Damit man mal was gewinnt. Ich denke, das ist so der Fahrplan. Ich bin aber halt auch nicht für den Eintracht-Cast da. Also ich werde nur die Vorrunde bzw. die Gruppenphase casten. Und dann bin ich schon gone. Für den Rest des Turniers. Und dann muss ich mal gucken, wie es in Korea dann abgeht, ne? Was in Korea dann so Phase ist. Also, ich bin gar kein Freund davon, mit einem Rakan zu engagen. Und hier sieht man, glaube ich, auch ganz okay, warum. Der CC ist wirklich nicht so groß. Und ja, kein... Oh nein. Oh nein. Oh nein, Rudi Völler. Terminiert! Der Vego hat sich nicht zurückverwandelt und ist weiterhin der Estwill geblieben. Und dann wurde er erwischt von Norway QW. Wir haben in Korea. Ich nicht ganz so lange. Also, wenn die... Es ist noch nichts... Noch ist nichts gebucht, ne? Aber daran wird gearbeitet. Und give me a second. Ich glaube, ich könnte aber eben reinschauen. Ich leake euch jetzt was, Leute. Und zwar unsere Daten, wann wir da hingehen. Und zwar. Ich weiß nicht, also die Daten haben immer so plus minus null. Und zwar am 20.10. bis zum 8. oder 9.11. Sind ich, Toni, Kani und Janine da. Und Norway Agurin, Honey Poo bleiben einfach bis zum 21. steht hier. Und sind, glaube ich, auch schon früher unterwegs sogar. Also, ja, die bleiben einfach länger da. Aber die werden auch mehr Solo-Queue spielen, nehme ich an. Ich würde gerne, ich würde die Erfahrung gerne mitmachen. Aber Content, denke ich, klar, ein bisschen Solo-Queue spielen, ein bisschen streamen. Ist nice. Ich war noch nicht in Korea, nee. Aber ich werde jetzt auch nicht direkt committen auf 4 Wochen Korea, wisst ihr? Da sehe ich mich auch nicht so sehr. Mal kurz rein, also was ist kurz rein, ich finde 2 Wochen in einem fremden Land verbringen. Ist, denke ich, schon cool. So, also reicht mir aber auch. Und wenn ich jetzt Bock habe, oder wenn Korea übel geil ist, dann schaue ich halt nochmal im nächsten Jahr vorbei. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass Solo mir Spaß machen wird bisher.
Also mein Ablauf wäre wahrscheinlich so eine Woche reingrinden. Und dann wird sich der koreanische Server nicht von dem europäischen unterscheiden. Und dann mache ich daraus mehr einen Urlaub. Ist ein Real-Life-Stream geben? Ja. Also das ist safe. Das möchte ich auf jeden Fall. Wichtiger Disengage von Kücher Lole. Dirk hätte keine Lust, nochmal nach Korea zu gehen. Ist auch okay, also er war schon mal da und er hat keine Lust drauf. Ist auch reasonable, denke ich. Wenn der Real sieht aus wie dein Insta-Story, dann mit einem Problem. Nee, wir gucken gerade, ob wir da. Also, da ist sowieso ein Techniker quasi vor Ort, den Shox, den kennt ihr. Shox TV. Der hat uns schon mal. Der hat schon mal gecastet, glaube ich. Hat er gecastet für uns, ja. Und der ist irgendwie Angestellter von Freddy. Der kümmert sich da zum Teil drum und dann überlegen wir. Und dann überlegt er gerade, ob er noch einen Techniker auch irgendwie ranholt oder so. Aber es macht alles eher bisher und das sieht aber sehr, sehr gut aus. Sieht sehr, 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 sehr gut aus. So, noch FIFA, ich schließe es nicht aus. Aber es kommt darauf an, wie lange wir gleich Flex hier spielen. Irgendwie ist mir das zu close. Ist irgendwie zu close to comfort, oder? 5k Gold Vorteil auf jeden Fall für Vinalen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein sehr, sehr wichtiger Fight ist. Geiler Kick von Autofill. Xerath dead. Und damit fehlt der Damage. Xayah kann aber free hitten. Nur hitten sie niemanden, denn Cassante ist abgehauen mit dem Target, was sie hitten könnte. Und es war's. Ich denke, Vinalen hat hier gewonnen. Ich denke, es ist der Nash und mit dem Nash auch der Win. Cassante sollte nicht das Target, was Xayah hitten kann, mit nach Mappen Süd nehmen. Das ist nicht gut. Wie ist die Flexi-Besatzung? Valkyrie. Fred Erik. Und den Rest habe ich vergessen, to be honest. Wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, Karma und so. Szene von Honeypool. Ja, Szene von Honeypool. Sag ich ja. Oh oh, Sola. Das war so lala. Ist denn nicht Zinnef auch eigentlich im Bett um die Uhrzeit? Holy shit. Ich war ja nicht sicher, ob das Matchup turnen würde. Und das Matchup turnt nicht nur, es ist komplett geflippt. Get back dort, Bitches. Das ist funny. Das ist funny.
Das ist so ein bisschen der Tolkien'sche Ansatz, ne? Der in den O'sche Ansatz ist da mit drin. Ja, geil. Easy win. Und jetzt möchte ich gerne eingeladen werden. So FlexQueue. Ne, das war zu viel, ne? Zweimal. Und jetzt kommt ein Butler mit dem Invite.